Schildkröten, urzeitliche Überlebenskünstler. Ob groß oder klein, ob an Land oder im Wasser. Schildkröten lassen es immer ruhig angehen. Ihre Genügsamkeit und Anpassungsfähigkeit macht die gepanzerten Reptilien sehr erfolgreich. Sie finden sich auf allen Kontinenten außer der Antarktis und in allen Lebensräumen von der Wüste bis zum Meer. Schildkröten sind lebende Fossilien. Es gibt sie schon seit über 220 Millionen Jahren. Das entspricht der Frühzeit der Dinosaurier. Das einzige noch ältere lebende Reptil ist die neuseeländische Brückenechse. So unterschiedlich die Lebensweise der zahlreichen Schildkrötenarten ist, viele Eigenschaften haben sie alle gemeinsam. Als wechselwarme Tiere halten sie ihre Körpertemperatur nicht auf einem konstanten Niveau. Um sich aufzuwärmen, sind sie vor allem auf die Sonne angewiesen. Die Temperatur beeinflusst auch ihren Stoffwechsel und ihr Verhalten. Von den anderen Wirbeltieren unterscheiden Schildkröten sich ganz eindeutig durch ihren Panzer. Er hat sich im Lauf der Evolution aus Wirbelbögen und Rippen gebildet und besteht aus harten Knochenplatten. Darüber liegt eine weitere Schicht, entweder aus Horn oder lederartiger Haut. Der Panzer ist aus mehreren Teilen aufgebaut, dem Carapax, genannten Rückenpanzer, und dem Bauchpanzer oder Plastron. Beide sind durch eine feste Knorpelbrücke miteinander verbunden. Wie andere Reptilien auch, tragen viele Schildkröten harte, hornige Schuppen auf ihrer Haut, vor allem an den Beinen, die aus dem Panzer herausragen. Zur Unterscheidung der verschiedenen Arten dienen die charakteristischen Hornschilde ihrer Rückenpanzer. Bei den meisten Schildkröten besteht der zentrale Carapax aus 13 großen Hornschilden, 5 hintereinander liegende in der Mitte und jeweils 4 an den Seiten. Wenn das Tier wächst, häutet es sich. Auch die Panzerplatten lösen sich dabei nacheinander ab und werden durch größere ersetzt. Bei Landschildkröten hat der Panzer in der Regel eine kugelig gewölbte Form. Die Beine sind kurz und kräftig. Wasser- und Meeresschildkröten tragen flache, stromlinienförmige Panzer. Ihre Füße sind entweder mit Schwimmhäuten vergrößert oder ganz zu Paddeln umgeformt. Manche der Wasserbewohner sind Weichschildkröten. Ihr Panzer ist nicht starr, sondern ledrig und zäh. Wie auch bei den Lederschildkröten, den größten Meeresschildkröten der Erde. Die Panzer dieser Riesen werden bis zu 2,5 Meter lang. Das schwerste bekannte Exemplar wog über 900 Kilo. So viel wie ein kleines Auto. Den Größenrekord unter ihren landlebenden Verwandten halten die männlichen Vertreter der Galapagos-Riesenschildkröte. Sie erreichen Panzerlängen von rund 1 Meter und werden bis 290 Kilo schwer. Diese harmlosen, gemütlichen Riesen werden nicht selten über 100 Jahre alt. Die meisten Arten der Landschildkröten leben in Afrika südlich der Sahara. Bei Wasser- und Flussschildkröten liegt das artenreichste Gebiet in Südamerika, vor allem am Amazonas.
Biologen unterscheiden zwei Unterordnungen der Schildkröten, je nach Beweglichkeit des Halses. Die erste Gruppe wird Halsberger genannt. Bei Gefahr ziehen sie ihren Kopf in den Panzer zurück. Sie verbergen also ihren Hals. Im Gegensatz dazu verstecken die Halswänder ihren Kopf mit einer S-förmigen Bewegung seitlich unter dem Panzer. Halswänder kommen nur auf der Südhalbkugel vor, in Afrika, Südamerika und Australien. Die Halsberger sind wesentlich artenreicher und weiter verbreitet. Unter ihnen finden sich sowohl Wasser- als auch landlebende Arten. Zum Beispiel Schnappschildkröten und Weichschildkröten. Auch alle Meeresschildkröten sind Halsberger. Ihre wohl bekannteste Art ist die grüne Meeresschildkröte, die auch als Suppenschildkröte bekannt ist. Schließlich wurde sie jahrhundertelang als Delikatesse gejagt und nahezu ausgerottet. Mit 1 Meter Panzerlänge und über 3 Zentnern Gewicht gehört sie zu den größten Schildkrötenarten. Sie lebt in allen tropischen und subtropischen Meeren, auch im Mittelmeer. Zwischen ihren Brutgebieten und den Regionen, in denen sie ihre Nahrung sucht, können weit über 1000 Kilometer liegen. Es wurden sogar schon Weibchen beobachtet, die für die Eiablage über 2500 Kilometer zu ihrem Heimatstrand zurücklegten. Echte Karettschildkröten sind mit bis zu 90 cm Länge und 75 Kilo Gewicht deutlich kleiner. Die Hornplatten ihrer Panzer sind besonders schön gemustert und wurden früher unter dem Namen Schildpatt vermarktet, weshalb auch diese Art vom Aussterben bedroht ist. Zwar stehen alle Meeresschildkröten mittlerweile unter strengem Schutz, doch sie werden trotz aller Verbote noch immer gewildert. Es gibt 2 Unterarten der echten Karettschildkröte, eine pazifische und eine atlantische. Ihr wichtigster Lebensraum sind Korallenriffe. Äußerlich ähnlich, aber nicht nah verwandt, ist die unechte Karettschildkröte. Sie wird mit bis zu 1,20 Meter Panzerlänge auch deutlich größer. Noch sind unechte Karettschildkröten in vielen tropischen Meeresgebieten zu finden, sowohl im Atlantischen wie auch im Indopazifischen Ozean. Auf dem Weg zu ihren Brutplätzen schwimmen sie mit bis zu 14.000 Kilometern weiter als alle ihre Verwandten. Aber ihre Zahl geht zurück, da viele der Tiere in Fischernetzen gefangen werden und ertrinken. Lederschildkröten sind wahre Hochseebewohner, die ein besonders großes Verbreitungsgebiet haben, da sie bis in gemäßigte, also weniger warme Zonen vordringen. Mit ihren breiten Schwimmflossen sind sie auch am besten an das Leben im Wasser angepasst. Das andere Ende des Spektrums bilden wüstenbewohnende Landschildkröten. Die Spornschildkröte lebt sogar in der extrem trockenen Sahelzone südlich der Sahara, wo sie kaum Trinkwasser findet. Sie ernährt sich vom spärlichen, meist trockenen Pflanzenbewuchs. Das knappe Nahrungsangebot hat ein sehr langsames Wachstum zur Folge. Spornschildkröten werden ab einem Gewicht von 15 Kilo geschlechtsreif. Das erreichen sie meist erst mit etwa 10 Jahren.
Alte Exemplare bringen bis zu 100 Kilo auf die Waage. Die Aldabra-Riesenschildkröte übertrifft sie sogar noch. Tiere dieser Art können über 200 Kilo schwer und weit über 100 Jahre alt werden. Sie leben fast ausschließlich auf der Hauptinsel des Aldabra-Atolls in den Seychellen. Ihre Heimat steht als Weltnaturerbe unter strengem Schutz. Daher hat sich eine gesunde Population von etwa 100.000 Tieren erhalten. Die Riesen haben einen für Schildkröten ungewöhnlich langen Hals. Sie weiden vor allem Gräser und Kräuter ab. Gelegentlich fressen sie auch Blätter und Früchte. Die kleineren kalifornischen Gopher-Schildkröten sind, wie afrikanische Spornschildkröten, bestens an ein Leben in der Wüste angepasst. Sie besiedeln die Mojave- und die Sonora-Wüste an der Grenze von Mexiko und den USA. Tagsüber kann es hier bis zu 60 Grad heiß werden. Die Schildkröten graben dann Wohnhöhlen, in denen sie bei Hitze und Kälte Schutz suchen. Auch Gopher-Schildkröten sind vorwiegend Pflanzenfresser. In der Regenzeit trinken sie viel. Ansonsten kommen die genügsamen Tiere mit sehr wenig Wasser aus. Die über 120 verschiedenen Arten der Sumpfschildkröten leben an und in Gewässern, leiden also nicht unter Wassermangel. Rotwangen-Schmuckschildkröten stammen aus Nordamerika. Sie sind bei Terrarienbesitzern beliebt und werden leider in Mitteleuropa oft ausgesetzt, was heimische Arten gefährdet. Die Tiere sind sehr anpassungsfähig. Als Allesfresser finden sie praktisch überall Nahrung. An Teichen und langsam fließenden Gewässern mit dichtem Bewuchs und warmen Stellen zum Sonnenbaden fühlen sie sich besonders wohl. Bei dieser Art werden die Weibchen mit bis zu 30 cm etwas größer als die Männchen. Die europäische Sumpfschildkröte kommt vor allem in Südeuropa vor. Einige Populationen leben auch in Deutschland und anderen mitteleuropäischen Ländern. Sie ernährt sich vorwiegend von Schnecken und anderen Kleintieren, frisst aber auch Wasserpflanzen. Zu Beginn der kalten Jahreszeit ziehen die Sumpfschildkröten sich auf den Grund eines Teichs zurück und fallen in Winterstarre. Was den australischen Schlangenhalsschildkröten ihren Namen gibt, ist klar zu sehen. Bei manchen Arten ist der Hals mit knapp 30 cm genauso lang wie der Panzer. Als Fleischfresser nutzen sie ihren beweglichen Hals, um Schlangen gleich zuzuschnappen. So erbeuten sie Kaulquappen, Frösche und Fische. Im Osten Australiens sind sie in Gewässern aller Art anzutreffen. Auch die chinesische Weichschildkröte ernährt sich vorwiegend von tierischer Nahrung. Ihr Panzer ist ledrig und flach. Ihre Nasenspitze ist zu einer Art Schnorchel geformt. Sodass diese ungewöhnlichen Schildkröten, gut getarnt im Schlamm eingegraben, reglos ihrer Beute auflauern können. Die Weichschildkröten gelten in Asien als Delikatesse, weshalb sie in Farmen gezüchtet werden und in der Wildnis praktisch ausgestorben sind. So unterschiedlich die vielen Schildkrötenarten und ihre Lebensräume sind, sie haben auch viel gemeinsam. Alle sind vergleichsweise langsam und auf den Schutz ihres Panzers angewiesen, um nicht gefressen zu werden. Nur ihre Eier und Jungtiere werden zur leichten Beute großer und kleiner Raubtiere.
Ist die Schildkröte einmal ausgewachsen, können die wenigsten Räuber ihr etwas anhaben. Solche Hornplatten sind stärker als die Reißzähne von Füchsen und Kojoten. Viele Arten können Beine und Kopf komplett einziehen oder mit den dick beschuppten Beinen die Öffnungen im Panzer verschließen. Alle verletzlichen Teile stecken dann gut verborgen in einem natürlichen Bunker. Auch die langsame Fortbewegung der meisten Landschildkröten ist ein wirksamer Schutz vor vielen Raubtieren. Denn diese reagieren oft auf Schlüsselreize wie schnelle Fluchtbewegungen ihrer Beute. Echte Karettschildkröten fressen gerne Rippenquallen und Nesseltiere, sogar sehr giftige Arten. Dabei schützen Hornplatten am Kopf und geschlossene Augen vor dem Nervengift der Nesselzellen. Ihr Verdauungssystem ist immun gegen Gifte in Quallen und Schwämmen, die für andere Tiere tödlich wären. Wüstenbewohner wie die Gofferschildkröte suchen auch in ihren selbstgegrabenen Höhlen Schutz. Landschildkröten haben allerdings selten so große und gefährliche Raubtiere zu fürchten wie ihre Verwandten im Meer. Alle großen Meeresschildkröten sind auch Beute von Tigerhaien und Schwertwalen. Zwar schützt der Panzer ihren Körper, aber nicht die langen Flossen. Lederschildkröten sind nicht nur größer und schneller als ihre Verwandten, sie können auch erstaunlich flott abtauchen, in größere Tiefen als Schwertwale. Von Biologen mit Sendern ausgestattete Lederschildkröten konnten in über 1000 Meter Tiefe auf der Jagd nach Quallen geortet werden. Dabei werden ihre Lungen vollständig eingedrückt und die Schildkröten beziehen Sauerstoff aus Vorräten in Blut und Muskeln. In kaltem Wasser können sie außerdem durch erhöhten Stoffwechsel ihren Körper erwärmen. Auf ähnliche Weise hielten einst wohl auch die Dinosaurier ihre Körpertemperatur konstant. Andererseits können die Reptilien ihren Stoffwechsel auch verlangsamen. Von grünen Meeresschildkröten ist bekannt, dass sie bis zu 5 Stunden unter Wasser bleiben und dabei ihre Herzfrequenz senken, um Sauerstoff zu sparen. Unter Wasser schlafen sie sogar, mit Vorliebe im Schutz von Felsvorsprüngen. Dabei kehren sie gerne Nacht für Nacht an den gleichen sicheren Ort zurück. Meeresschildkröten haben erstaunliche Lösungen entwickelt, um im Salzwasser zu überleben. Sie nehmen Flüssigkeit mit der Nahrung und manchmal auch Meerwasser auf und scheiden anschließend das überschüssige Salz wieder aus. Diese Aufgabe übernimmt eine spezielle Drüse neben ihren Augen. An Land sehen Meeresschildkröten oft aus, als würden sie weinen, wenn ihr Körper über die Orbitaldrüsen Salzwasser abgibt. Das hilft auch beim Graben, wenn es Sand aus den Augen spült. Galapagos-Riesenschildkröten decken ihren Wasserbedarf vor allem über die Pflanzennahrung. Sie sind extrem genügsam und können monatelang ohne Wasser und Futter überleben. Diese Eigenschaft wurde einst etwa 200.000 ihrer Artgenossen zum Verhängnis. Über Jahrhunderte wurden sie von Seefahrern eingesammelt und auf ihre Schiffe verfrachtet, sozusagen als lebende Konservendosen. Ein Schicksal, das viele Schildkrötenarten teilen. Manche Weichschildkröten haben sich ihrem Lebensraum in salzigem Brackwasser auf eigenartige Weise angepasst. Harnsäure ist ein giftiges Stoffwechselprodukt,
das normalerweise mit dem Urin ausgeschieden wird. Doch das bedeutet Wasserverlust für den Körper. Die Weichschildkröten haben eine Drüse entwickelt, die Harnsäure in ihr Maul abgibt. Sie müssen es nur regelmäßig mit Wasser ausspülen. Wasserlebende Schildkröten sind oft hervorragend getarnt. Ihre Panzer haben eine helle Unterseite, die gegen die Wasseroberfläche vergleichsweise schwer zu sehen ist. Von oben gesehen sind ihre Panzer dunkel gemustert, wie der Meeresboden. Auch an Land helfen Erdfarben und Fleckenmuster dabei, nicht gesehen zu werden. Riesenschildkröten haben ohnehin wenig zu befürchten, sobald sie größer sind als ihre Fressfeinde. Manche Riesenschildkröten tragen einen kuppelförmigen Panzer, andere sehen Sätteln ähnlich und sind vorne hochgebogen. Auf heißen und trockenen Inseln mit wenig frischem Grün hilft das der Schildkröte, ihren Hals höher zu strecken und mehr Zweige zu erreichen. Alle Schildkröten haben einen sehr guten Geruchssinn. Wie viele andere Reptilien auch, tragen sie ein sogenanntes Jacobson-Organ an ihrem Gaumen. Beim Riechen züngeln sie nicht wie Schlangen, sondern pumpen Luft oder Wasser durch Mund und Nase. Auch ihre Augen sind leistungsstark. Schildkröten besitzen 4 verschiedene Farbrezeptoren und können ein breiteres Farbspektrum wahrnehmen als Menschen. Der starre Panzer an Bauch und Rücken zwingt Schildkröten zu einer Atemtechnik, die sich von anderen Wirbeltieren unterscheidet. Sie drücken ihre Lunge mit speziellen Muskeln zusammen. Dabei helfen Bewegungen von Hals und Vorderbeinen. Für Meeresschildkröten ist die Atmung an Land besonders anstrengend. Normalerweise hilft ihnen der Wasserdruck beim Ausatmen. Hier müssen sie das mit Muskelkraft tun. Anders als die großen Meeresschildkröten können ihre kleineren Verwandten sich nicht selbst aufwärmen. Wenn es nachts und am Morgen noch kühl ist, sind sie träge und wenig aktiv. Also suchen sie sonnenbeschienene Baumstämme und Steine auf, um sich zu wärmen. Die besten Plätze müssen die Einzelgänger sich gelegentlich mit Artgenossen teilen. Auch Meeresschildkröten kommen dafür gelegentlich ans Ufer. Sobald eine Landschildkröte ihre Betriebstemperatur erreicht hat, kommt sie mit bis zu 0,6 Stundenkilometern voran. Große und schwere Riesenschildkröten lassen es allerdings deutlich ruhiger angehen. Sie schaffen in der Regel nur um die 300 Meter pro Stunde. Im Wasser macht das Gewicht des Panzers den Tieren nicht so viel aus. Schwimmende Arten sind daher deutlich schneller und wendiger.
Alle Schildkröten sind von Natur aus Einzelgänger. Sie suchen nur zur Paarung die Nähe von Artgenossen. Ansonsten lassen sie sich einfach gegenseitig in Ruhe, ohne Streit, aber auch ohne Interesse aneinander. Viele Meeresschildkröten paaren sich auf offener See. Wie sie dort ihre Partner finden und wie die Paarung abläuft, ist bei den meisten Arten noch gar nicht erforscht. Die Weibchen steuern immer den Strand an, an dem sie einst selbst aus dem Ei schlüpften. Wie weit der Weg ist, den sie dafür zurücklegen müssen, spielt offenbar keine Rolle. Das Leben jeder Schildkröte, egal welcher Art, beginnt immer als Ei. Schildkröteneier können sehr unterschiedlich aussehen. Manche haben harte Kalkschalen wie bei Vögeln, andere eine ledrige Haut. Abgelegt werden sie immer in Gruben, die das Weibchen ausgräbt. Auch Meeresschildkröten kommen zur Eiablage an Land und suchen eine sichere Stelle oberhalb der Flutlinie. Für die Tiere bedeutet es eine große Anstrengung, Eier zu legen. Sie schaffen das nicht jedes Jahr. Unechte Karettschildkröten paaren sich nur alle 2 bis 4 Jahre. Auch grüne Meeresschildkröten kehren nur alle 3 Jahre an Land zurück, um Eier abzulegen. Männchen können sich jedes Jahr mit anderen Weibchen paaren. Sie sind dabei nicht an ein bestimmtes Gebiet gebunden. Da die Weibchen aber standorttreu sind, ist die Anzahl ihrer Niststrände sehr begrenzt. Weltweit sind es nicht einmal 50. Grüne Meeresschildkröten orientieren sich auf ihren langen Reisen an Meeresströmungen und, ähnlich wie Zugvögel, am Magnetfeld der Erde. Sie erkennen bestimmte Regionen und Küstenabschnitte genau wieder. Wahrscheinlich anhand der verschiedenen magnetischen Eigenschaften des Untergrunds. Zur Hochsaison kommen viele Weibchen an den Stränden an. Manchmal graben Hunderte oder sogar Tausende der Tiere gleichzeitig ihre Nester. Zuerst müssen die Weibchen den Strand so weit hochkriechen, dass ihre Eier nicht von der Flut weggespült werden. Zu weit dürfen sie sich aber auch nicht vom Meer entfernen. Sonst wird der Weg für die Jungtiere sehr anstrengend und gefährlich. Dann hebt die Schildkröte eine 30 bis 50 cm tiefe Grube aus. Keine leichte Aufgabe mit den breiten Flossen. Sobald die Kuhle tief genug ist, legt sie ihre Eier hinein. Die meisten Gelege der grünen Meeresschildkröten bestehen aus rund 100 bis 120 Tischtennisballgroßen Eiern. Jedes Weibchen produziert in einer Saison 3 bis 5 solcher Gelege. Danach schaufelt sie Sand über ihre Eier und kehrt ins Meer zurück. Der gesamte Prozess dauert meist 1 bis 1,5 Stunden.
Der Nachwuchs ist von diesem Moment an sich selbst überlassen. Wie bei vielen Reptilien bestimmen nicht Gene das künftige Geschlecht der Jungtiere, sondern die Temperatur, bei der die Eier ausgebrütet werden. Ist der Sand bis zu 28 Grad warm, schlüpfen nur Männchen aus. Ab 32 Grad werden alle Tiere weiblich. Was jahrmillionenlang für eine stabile Population sorgte, wirkt sich in Zeiten der Erderwärmung fatal aus. An manchen Stränden schlüpfen nur noch Weibchen aus den Eiern. Nach etwa 2 Monaten graben die Jungtiere sich einen Weg ins Freie. Um die Eierschale zu durchstoßen, tragen sie einen Eizahn oberhalb der Nase, ähnlich wie bei Vogelküken. Jedes der Kleinen ist nur etwa 5 cm lang. Instinktiv machen die Winzlinge sich schnellstens auf den Weg in Richtung Wasser. Diese Strecke ist die gefährlichste im Leben jeder Schildkröte. Zahlreiche Räuber wie Krabben und Möwen lauern den Kleinen auf. Meist schlüpfen Meeresschildkröten nachts, denn tagsüber stehen ihre Chancen deutlich schlechter. Auch im Wasser werden ihnen viele Gefahren begegnen. Biologen schätzen, dass nur etwa 1% aller geschlüpften Meeresschildkröten bis zur Geschlechtsreife überlebt. Je größer die Gelege sind und je mehr der Kleinen gleichzeitig auf die Welt kommen, desto besser stehen ihre Chancen. Haben sie es bis ins Meer geschafft? Schwimmen Sie so schnell wie möglich vom Strand weg. Für die nächsten 3 bis 5 Jahre leben die Jungtiere im offenen Ozean. Sie sind dort so schwer zu finden und zu erforschen, dass nur wenig über diese Lebensphase der Meeresschildkröten bekannt ist. Man weiß nur, dass die späteren Pflanzenfresser sich als Jungtiere von im Wasser treibenden Quallen und Fischeiern ernähren. Versehentlich schlucken sie auch unverdaulichen Plastikmüll und sterben immer häufiger daran. Die Gelege von Landschildkröten haben meist nur 30 Eier. Deutlich weniger als ihre Verwandten im Meer. Bei Riesenschildkröten sind es 4 bis 15. Manche Arten legen auch nur ein Ei. An Land sind kleine Schildkröten weniger gefährdet als im Meer. Unabhängig vom Lebensraum wachsen Schildkröten sehr langsam heran. Sie haben es in keiner Hinsicht eilig. Schließlich sind Schildkröten auch im hohen Alter noch fit. Das Geheimnis ihres langen Lebens liegt im langsamen Stoffwechsel, der in Notzeiten beim Überleben hilft. Sicher spielt auch der schützende Panzer eine Rolle. Und eine Portion Glück. In ihrer Bedeutung für den Lebensraum, den sie bewohnen, werden die langsamen Reptilien oft unterschätzt. Egal, ob sie in Wüsten leben oder in Buschland und Savanne.
in Flüssen und Seen, in Sümpfen, auf Korallenriffen oder im offenen Meer. Schildkröten bilden einen wichtigen Teil ihres jeweiligen Ökosystems und dessen Nahrungskette. Pflanzenfresser halten Gras und Kräuter kurz. Grüne Meeresschildkröten weiden Algen und Seegras ab. Sie sorgen damit für ein gesundes Wachstum der Seegraswiesen, auf die wiederum viele andere Meerestiere angewiesen sind. Galapagos-Riesenschildkröten spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Pflanzensamen auf den Inseln, die sie bewohnen. Aldabra-Riesenschildkröten fressen seit Jahrtausenden die Gräser und Kräuter auf Aldabra ab. Dadurch entstand eine einzigartige Vegetation aus kurzhalmigen Gräsern und Seggen, der sogenannte Tortoise-Turf. Echte Karettschildkröten bewohnen vor allem Korallenriffe. Ihre Lieblingsspeise sind Schwämme. Da viele Arten der Meeresschwämme dazu neigen, die riffbildenden Korallen zu überwuchern, helfen die Karettschildkröten der gesamten Lebensgemeinschaft. Als zusätzlicher Bonus legen die Schildkröten beim Fressen das Innere des Schwammes frei, an dem sich auch andere Riffbewohner bedienen. Unechte Karettschildkröten knacken mit ihren mächtigen Kiefern meist hartschalige Tiere wie Krebse und Seeigel. Lederschildkröten ernähren sich von weicher Beute, vor allem von Quallen. Sie legen Tausende von Kilometern zurück, um zu bestimmten Jahreszeiten von der Massenvermehrung einiger Quallenarten zu profitieren. Eine Lederschildkröte vertilgt pro Tag bis zu 200 Kilo der schwimmenden Nesseltiere. Sumpf- und Wasserschildkröten fressen die Larven von lästigen Insekten wie Mücken. Andere Schildkrötenarten halten Algen kurz oder verzehren Schnecken, Krebstiere und gelegentlich auch Würmer. Die nordamerikanische Waldbachschildkröte liebt nicht nur Schnecken und Insekten, sondern auch Regenwürmer. Sie trommelt manchmal sogar auf den Boden, um die Würmer an die Oberfläche zu treiben. Geierschildkröten haben einen ganz besonderen Trick entwickelt. Ein beweglicher Zungenfortsatz, der wie ein kleiner Wurm aussieht, lockt Beute direkt in ihr Maul. Fische, Frösche und sogar Schlangen fallen auf diesen Betrug herein. Wieder andere Arten fressen Aas als Teil der natürlichen Müllentsorgung. Seit Jahrmillionen spielen Schildkröten wesentliche Rollen in ihren Ökosystemen, vor allem in den Ozeanen. Indem sie Seegraswiesen und Korallenriffe pflegen, erhalten sie wichtige Kinderstuben unzähliger anderer Tierarten. Der Panzer einer großen Meeresschildkröte wird mit der Zeit selbst zum Lebensraum, allerdings für Parasiten. Dann helfen Putzerfische, die ungebetenen Gäste loszuwerden. Ein perfekter Tauschhandel. Der Fisch wird satt
und die Schildkröte sauber. Sobald sie an Land kommen, lassen Meeresschildkröten am Ufer gerne eine großzügige Düngergabe zurück. Welche Auswirkungen es in der Natur hat, wenn Schildkröten immer seltener werden oder gar aussterben, ist nicht abzusehen. In der Wüste spielen Schildkröten eine wichtige Rolle als Gärtner. Mit ihrem Kot verbreiten sie die Samen zahlreicher Pflanzen. Und verlassene Bauten der Gopherschildkröte bieten anderen Tieren Schutz. Die gepanzerten Reptilien mögen langsam und unscheinbar daherkommen, doch sie sind alles andere als bedeutungslos. Ihre urzeitlichen Überlebensstrategien stoßen in letzter Zeit aber immer häufiger an Grenzen. Die Menschen verändern ihre Welt zu schnell. Fischer, Jäger, Schmuggler und Eiersammler dezimieren die Reptilien. Ihr Lebensraum wird zugebaut, verändert und immer stärker verschmutzt. Artenschützer auf der ganzen Welt versuchen mit einzelnen Projekten und Aktionen, das Überleben der vielen bedrohten Schildkrötenarten zu sichern. Viele Niststrände stehen inzwischen unter Schutz. Wie der einzige Strand in Mexiko, an dem die stark bedrohte karibische Bastardschildkröte ihre Eier ablegt. Früher wurden ihre Eier gesammelt, bis die Art fast ausgestorben war. Raubtiere und Fischernetze, vor allem aber Öl- und Plastikmüll im Meer, werden auch heute noch vielen der seltenen Tiere zum Verhängnis. Allen Schutzbemühungen zum Trotz. Verletzte und kranke Exemplare kommen in Auffangstationen und werden nach Möglichkeit wieder ausgewildert. Dank Informationskampagnen und Ökotourismus finden Meeresschildkröten neue Freunde. Was könnte überzeugender sein als ein Strand voller Schlüpflinge, die der Brandung entgegenkrabbeln? Seit Millionen von Jahren überleben Schildkröten alle Widrigkeiten. Wie ihre Zukunft aussieht, das hängt nicht zuletzt von uns ab.